Willkommen zurück bei Mannerlords. Hier sind wir bei Hardcore Let's Play. Und wir haben es tatsächlich so, dass Banditen angreifen. Wir sind aber im Versuch 3, also da ist nichts Großartiges passiert. Ich habe ein bisschen weiter ausgebaut. Zeige ich euch gleich. Erstmal sehen wir hier nochmal eine blutrünstige Bande. Es scheint wohl immer die gleiche Größe zu sein. Und die laufen diesmal auf uns zu. Da gibt es wohl keine KI, die uns rettet. Also klappt es wohl doch. Das war wahrscheinlich reiner Zufall, dass sie gerade hier das Gebiet einnehmen wollten. Wir haben übrigens alle Gebiete eingenommen. Das heißt, wie gesagt, wir müssen da was gegen machen. Aber ja. Wir müssten jetzt tatsächlich dann kämpfen. Wir haben 30 Bögen, 30 Personen, die auch diese Bögen benutzen können. Da muss ich auch dran denken, dass ich das nochmal umstelle. Denkt immer dran, dass sie natürlich dann auch genug übrig lassen, nicht, dass dann nachher irgendwie alle verkauft werden. Mal zwei mehr am besten, so, da haben wir die Sicherheit. Und ich habe natürlich unsere, ja, unsere Gefolge. Das Gefolge soll eigentlich vergrößert werden durch einen Turm. Aber irgendwie so richtig, weiß ich auch nicht, hat das nicht geklappt, würde ich sagen. Also eigentlich sollte hier dieser Garnisonsturm das Gefolge um 12 versallen. Ja, weiß jetzt nicht genau, was das jetzt bedeutet. Also, was ich sehen kann, das sind halt die 5, die wir schon am Anfang hatten. Wir können jetzt Gefolge anpassen machen. Auch da verstehe ich nicht ganz. Da steht jetzt irgendwie Waffenknechte anwerben. Aber wir haben natürlich auch noch nichts in der Schatzkammer. Das muss ich auch noch herausfinden, wie das so ginge. Vielleicht ist da auch irgendeine bestimmte Bewaffnung nochmal jetzt nötig. Die anderen waren halt kostenlos. Kann ich jetzt nicht genauer sagen. Wichtig ist, wir werden jetzt unsere Soldaten sammeln. Denn wir werden ja jetzt sehen, wie uns diese Banditen angreifen. Wenn sie denn dann sich bewegen, jawohl. Ein bisschen langsam manchmal. Und dann müssen wir die hier erwarten und kämpfen hier. Guck mal, wie lange das dauert, bis sie jetzt auch mal lang kommen. Ich glaube, ich habe viel zu früh aufgerufen, oder? Ja. Jetzt stehen die ganze Zeit so rum. Das ist nicht so schlau. Die sind müdig, Müdigkeit. Okay, das ist natürlich nervt. Die haben keine Müdigkeit, komischerweise. Aber die hier sind sehr müde, oder wie sehe ich das? Was ist das genau? Warum? Okay, nee, die Müdigkeit geht jetzt runter. Okay, dann ist ja bei denen ganz gut, dass wir die schon aufgestellt haben. Also ich glaube, sonst sterben die jetzt einfach nur. Aktivität erhöht sich. Ja, und dann können wir die jetzt hier erwarten. Ich habe noch keinen Garnisonsturm gebaut. Nachdem jetzt gar keine Meldung mehr kam, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Wird gerechnet, dass wir dann doch nochmal angegriffen werden. Was ist denn jetzt? Sehe ich sie gerade oder wie sieht das aus? Bisschen schwierig manchmal mit der Anzeige. Wo sind die Banditen hin? Da sind sie da wieder. Ah, die hatten sich irgendwie nur versteckt im Wald. So, jetzt können wir die beschießen. Können uns das Spektakel mal ansehen. Kriegen natürlich ordentlich eine Salve ab. Ich hoffe noch eine Salve. Jawohl. Das ist schon mal gut. Okay, unsere haben auch langsam die Effizienz da. Ja, haltet sie da mal auf. Und noch einmal schießen bitte. Und dann gehen wir mit unserer Einheit da drauf. Und werden mit unseren Bögen auch, ich weiß nicht genau, ob das wirklich sinnvoll ist, aber versuchen mit denen in den Rücken zu gehen, natürlich. Wir können notfalls noch immer natürlich unsere Dings kaufen, unsere Söldner. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die hoffentlich schön in den Rücken schießen können. Bisher sind schon 2 gestorben, aber leider auch bei uns ein Gefolge. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel Friendly Fire hier verursachen. Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ich hatte gewusst, hätte ich da noch eine letzte Folge reingemacht, dass sie dann doch auf einmal doch wieder kamen. Sehr manchmal etwas intransparent. Ja, unser Gefolge stirbt leider. Das ist sehr ärgerlich. Weil wir, ich weiß nicht, ob man es überhaupt wiederbekommen kann, dieses Gefolge, oder ob sich das wieder selber auflöst jetzt hier. So als, sag ich mal, ja, Noob-Bonus, Anfänger-Bonus, wie auch immer. Nur wir sehen ja, unser Gefolge kriegt hier ordentlich auf die Mütze. Wir haben aber jetzt gewonnen, alles gut. Das heißt, wir können die jetzt wieder auflösen. Und die genauso. Die Banditen fliehen. Kriegen natürlich jetzt keine Belohnung oder so, die haben nichts an Gepäck dabei. Wir können nur hier die Leichen sehen. Und die Leute, die da ganz gemütlich nochmal da drüber stehen. Ja, das ging ja ganz gut. Naja, ganz gut weiß ich nicht. Also ich müsste jetzt mal gucken, wie das mit der Regeneration ist. Ich glaube, wir müssen halt dafür deutlich mehr bereitstellen. Ihr seht, sie haben jetzt nichts mehr. Dieses Gefolge wird also jetzt einfach sterben. Bis zum nächsten Angriff sollten wir also irgendwie gucken, dass wir da jetzt was, ja, regeln, dass wir da mehr Einheiten haben. Weil wir haben gesehen, das kostet schon einiges. Weil ich glaube, so wie ich es gehört habe, dass die Bogenschützen das auch im Nahkampf geregelt hätten. Wäre es jetzt nicht ganz so schlimm gewesen. Allerdings trotzdem die Frage, wie kriege ich die neu, wenn ich hier angeblich jetzt 12 Vasallen habe. Muss ich dafür was bezahlen? Ich muss auch dieses Steueramt. Da steht zum Beispiel rein kosmetischer Inhalt in Arbeit. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch gar nicht die Chance, hier irgendwie unsere Schatzkammer zu füllen. Oder unsere Gefolge dann wirklich aufzustellen. Ja, ihr seht das hier oben, Schatzkammer, diplomatische Zwecke gibt es ja eh noch nicht. Ja, und Anheuern von Gefolgsleuten. Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt halt kriegen würden. Das Einzige, was wir an Geld ja so passiv kriegen, sind so Steuern von Hofstädten Level 2. Und der Rest ist halt dann schon wieder aktiv als Ressource, die wir hier von unserem Handelsposten bekommen. Wie ihr sehen könnt, haben wir 441 Vermögen. Könnten also auch schon einen neuen Posten bauen, ein neues Gebiet.
Allerdings ist da ja noch so ein KI-Gegner, den wir da beseitigen müssten. Ja, und sonst kurz gezeigt, Windmühle habe ich hier gemacht und den Gemeinschaftsofen, allerdings noch nicht bestückt, weil wir hier erst noch das Korn erstellen lassen müssen. Ihr seht, das Weizen wird erstmal in Korn umgewandelt von im Bauernhaus. Ich hoffe, dass das jetzt relativ schnell geht, dass wir dann auch hoffentlich schnell unsere Mühle anwerfen können, weil der Winter naht und wir haben nur Beeren, ja, ein bisschen Eier. Ich habe noch mehr Hühnerställe zugefügt, ist irgendwie voll die Meter. Wir müssen hier Hühnerstall über Hühnerstall. Gemüse, finde ich, klappt nicht so wirklich. Das ist also immer direkt weg. Ist auch halt auch viel zu lang, bis es dann wirklich kommt, während die Hühner natürlich konstant produzieren. Und da wir so viel Geld haben, wie ihr sehen könnt, können wir das auch eigentlich jederzeit tun. Das ist also überhaupt kein Problem. Und sonst habe ich überall noch ein paar Hofstätten. Ihr seht, das ist halt Hofstätten, Hofstätten, Hofstättenkleistern. Das ist halt viel des Spiels, muss man einfach sagen. Und werden dann vielleicht langfristig hier noch eine Schusterwerkstatt bauen, um das Leder halt dann noch zu Schuhen umzuwandeln. Beim Schneiderei weiß ich nicht genau, ob Leder dann nützlich ist. Ich meine, so Mantel, also dieser Ober mit der Kapuze, ist eigentlich auch aus Leder meist gewesen, glaube ich. Aber ich denke, dass das eher die Stoffschiene ist, während halt die Schusterei dann die Lederschiene ist. Aber kann ich natürlich nicht sagen. Ja, und Bier ist natürlich immer noch das Problem. Wie gesagt, unser Ziel ist, es ja einzunehmen für Roggenfruchtbarkeit, damit wir da auch wirklich unser schönes Bier brauen können. Die Taverne wird dann hier stehen. Die werde ich auch gleich schon mal bauen. Ja, und wir müssen natürlich unsere Leichen hier bestatten, also auch die feindlichen Leichen. Die müssen jetzt in den Leichenhaufen hier gebracht werden, die ich jetzt gerade baue. Denn sonst könnten wahrscheinlich sich Krankheiten und so weiter ausbreiten. Übrigens haben wir auch ein neues Gesetz, das bringt aber gar nichts, weil strenges Fasten gegen Malus auf Zufriedenheit, weiß ich nicht, würde ich eigentlich nicht machen wollen. Ich weiß halt nicht, wie groß dieser Malus ist, dann kann ich nicht reaktivieren oder deaktivieren, dann habe ich ein Problem. Ja, und üppiges Vorkommen wilde Tiere bringt uns auch nichts, weil haben wir nicht. Und deswegen brauchen wir das gar nicht. Den Rest gibt es halt nicht, alles noch in Arbeit. Das heißt, das ist nicht vorhanden. Das wäre das Einzige, was wir hätten. Wir könnten also strenges Fasten nehmen, in dem Sinne. Aber momentan haben wir eigentlich genug Beeren, dass das schon funktioniert. Ja, von daher läuft das. Hier können wir unsere Beerensammler abgeben. Winter heißt keine Beeren mehr. Deswegen sind wir da auch wieder versorgt. Aber wirklich auch nur durch die Beeren. Ne? Ich möchte es nochmal betonen. Fleisch ist halt komplett lächerlich, weil wir einfach viel zu wenig Fleisch hier aus diesen Tieren herausholen können. Das ist schon sehr unangenehm. Gerade auch, weil die natürlich wieder einen Nahrungsstand aufgestellt haben. Warum auch immer. Ich habe jetzt hier sowieso so wieder so einen Bug, dass alle Nahrungsstände, alle Stände auch doppelt da sind. Zwei Lebensmittelstände. Wir haben zwei, drei Lebensmittelstände sogar und zwei Brennerstände und ein dritter ist verwaist. Also sehr weirdes System, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, okay. Ganz schnell wieder rausgefunden. Nee, wir können natürlich die Steuern hier erheben. Dann können wir das in die Schatzkammergeld umwandeln. Ja, okay. Ein bisschen, ja, kann man hinmachen. Aber Problem ist, minus 26 können wir uns irgendwie nicht so ganz leisten. Wenn dann mal ein Abbruch kommt, ich weiß auch nicht genau, wie wir uns das überhaupt leisten sollten. Ja, ich meine, wir können die Bekleidungsvielfalt machen. Küchenstufe zu niedrig, kapiere ich noch immer nicht, warum das noch immer da unten drin ist. Wir haben ja die Kirche jetzt schon seit 2-3 Monaten. Upgrade, vielleicht ist da irgendjemand nicht hingekommen oder so, keinen Plan. Bisschen nervig. Ja, aber wir müssten halt dann Steuern erheben. Ich meine, 10% wären 13. Sind wir auf 48%, dann können wir nicht mehr wachsen. Wir haben momentan 15 Familien. Ich würde auf jeden Fall noch auf die nächste Familie warten. Und wir müssen dann auf jeden Fall nochmal Bekleidung machen. Das heißt, wir würden jetzt hier diese Stufe hier Schuster nehmen. Wie gesagt, ich bin bei Schneider nicht sicher, ob das halt auch mit Leder arbeiten kann. Deswegen nehmen wir einfach meinen Schuster. Das sollte uns auf jeden Fall eine neue Klamotte geben, sodass wir dann da auch schon mal langkommen. Ich habe ja auch hier schon mal alles für Erz vorbereitet. Ne? Also hier den Rennofen und die Abbaugrube und das Lagerhaus. Ja, müssen wir halt eigentlich auch noch machen. Müssen wir auch wieder mehrere Stufe 2 Gebäude haben. Wir haben auch, wie gesagt, das Brot ja jetzt. Das sollte uns jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr absichern. Ihr seht, das sieht schon wesentlich besser aus jetzt auch für Februar. Aber ich bin noch immer sehr unsicher, ob wir das mit dem Militär jetzt direkt pushen können. Weil ich habe mich gemerkt, und gut, dass wir nicht so angegriffen worden sind, wie ich das gedacht habe. Denn dieses Söldneranheuern geht auch nur durch den eigenen Schatz. Das hier sieht jetzt nicht aus wie Schatzkammer, aber wenn man drüber geht, sieht man es ja direkt. Kostet für die Schatzkammer. Das heißt, ich kann die Söldner erst anwerben, wenn ich sie hier, also wenn ich das Geld erst über diese Grundsteuer in meinen Säckle reingebracht haben. Leider können wir das hier unten noch nicht machen. Kann sein, dass das eben durch, weiß ich nicht genau, was kommt. Aber jedes Mal, wenn die Mühle 100 Korn zum Mehl malt, wird dieser Anteil aus dem Regionsvermögen entnommen. Was eben auch ganz cool ist. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das dann upgraden müssen oder sowas, dass das dann funktioniert. Muss ich mir auch nochmal anschauen, ob das jetzt irgendwie durch den Burgplaner erhöht wird. Das weiß ich jetzt nicht genau. Okay, da merkt man, dass man noch ein Anfänger ist, wo man hier Hardcore spielt. Ja, wir haben jetzt die Steuern drin. Das heißt, die Schatzkammer füllt sich jetzt jede 10 Monate 10%. Ja, Schwierigkeit macht es natürlich extrem schlimm für uns, weil wir eben nur auf 10% gehen können. Da hätte ich jetzt ein einfaches Spiel, könnte ich auf 20% gehen. Ich baue jetzt hier einfach mal Gerste erstmal an, um halt Bier zu brauen, weil wir werden mehr brauchen. Wir brauchen ja schon allein vom Schatzkammervermögen halt so viel, um hier die Söldner anzuhören.
hätte eigentlich gedacht, wir können jetzt einfach die Söldner anheuern und go. Gut ist halt, durch das riesige Regionsvermögen kriegen wir natürlich jeweils so 58, 59 pro Monat dazu auf unsere Kasse. Und ihr seht, wir haben es noch ganz gut. Also ich könnte sogar auf 20% gehen. Ich habe halt nur so Angst, dass das dann nachher komplett runtergeht. Ich meine, dann kriegen wir, glaube ich, ja doch, wir würden sogar noch genau welche dazu bekommen, wenn ich das richtig sehe. Aber muss auch nicht sein. Wir haben jetzt 17 Familien erstmal. Eigentlich, ihr seht aber direkt, ne, 36%. Das heißt, jetzt muss natürlich positive Effekte kommen, sodass das auch wirklich funktioniert. Aber dafür kriegen wir natürlich massiv dazu. Ihr seht hier 120. Und das brauchen wir halt auch. Wir brauchen diese 120 auf jeden Fall dazu. Müssen wir dann denken, wir ziehen das ja hier raus. Das heißt, wir müssen mehr verkaufen. Ich habe jetzt 37 Kriegsbögen noch, aber die Produktion geht natürlich pro Monat nicht so schnell, dass sich das jetzt langfristig so rentieren würde. Und dann können wir ja einfach hier draufklicken und dann können wir die auch immer kaufen, die Waffenknechte. So, dann werden das auch mehr. Wir brauchen ja noch ein paar, bis wir die 24 haben. Das wird auf jeden Fall noch teuer. Ich frage mich jetzt auch, das weiß ich nicht genau, ob ich die jetzt hier aus meiner Bevölkerung rekrutiere. Und wir dadurch eigentlich unsere... ja, wir sehen es hier, ne? Also wir haben da 30, 45, 49... 51 und 6 Retinue. Ist aber jetzt die Frage, ne? Ist das dann, dass das die ganzen Familien sind? 17 mal 3 wären nur 51. Also heißt, Retinue müssten extra Leute sein, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, 17 mal 2, 34, 51. Das heißt, die müssten zusätzlich da sein. Weil eigentlich hat ja jede Familie höchstens 3 Personen, weil ja irgendwie immer ein Kind nur gespawnt wird, sobald die ins Haus einziehen. Was ich noch immer sehr lustig finde, um echt zu sein. Deswegen müssten das theoretisch so sein. Was können wir natürlich am besten daran sehen, indem wir einfach mal hier reingucken. Ja, 34, ihr seht, 34 Bogenschützen. Das heißt, diese Retinue werden einfach wirklich von außerhalb der Karte rekrutiert. Was natürlich super ist, dann können wir nämlich jetzt eine Armee damit aufbauen, ohne dass wir jetzt unsere wirklichen Leute, die hier irgendwie wirklich existieren, ausgeben. Ihr seht, die Nahrungssituation ist auch okay. Die Bären sind auch wieder aufgefüllt. Wir haben 40 Brot, was auch sehr gut ist. Und wir können wieder 128 Bärenbüsche absammeln, was halt... Also das ist schon krass, also es macht es halt total einfach mit Nahrung, weil es reicht denen momentan auch noch. Das wird wahrscheinlich, wenn wir Richtung Stufe 3 kämen, um halt zur großen Stadt zu kommen, brauchen wir das ja, wird das wahrscheinlich schwerer. Aber ich, ganz ehrlich, bis ich hier höher gehe mit den Stufe 2 Sachen, gehe ich ja erstmal ganz, ganz dick auf unsere Taverne und unser Malz. Und das dauert halt noch. Ich habe hier nämlich aus Frust ja, wie gesagt, die Gerste angebaut, die hat nur 20% Erfolgschance. Vielleicht reicht es, um ein paar Monate mit auszukommen. Ich habe keine Ahnung, werden wir dann sehen. Und ansonsten seht ihr, wir verkaufen konstant weiter. Unser Zeug, vielleicht müssen wir auch bald mal Steine wieder holen oder noch eine zweite Bogenwerkstatt einfach holen, um noch mehr Kies zu machen. Da müssen wir auch wieder upgraden und dann kommen wir wieder in diesen Zirkel hinein. Ihr seht ja, wir haben noch immer unzufriedene Bürger, die kommen aber auch teilweise einfach nicht zu den Ständen, weil die da einfach zu unfähig für sind. Aber die haben es auch mal geschafft, also das war, oh ne, die haben es noch mal einen nicht erfüllt. Das ist bei denen immer sehr spannend, die brauchen da sehr lang für. Ansonsten ist es recht sicher, die KI macht jetzt auch gerade nichts. Ich meine, die hat jetzt alles eingenommen außer das eine Gebiet. Kann natürlich sein, dass sie uns gleich angreift. Kann ich aber jetzt nicht genau sagen. Ansonsten bereiten wir jetzt hier unsere Eisenbarren vor. Die werden wir auf jeden Fall auch noch immer uns einsacken, damit wir da auch nachher dann wirklich Waffen bauen können. Oh, es ereignet sich etwas, Leute. Und zwar greift uns die KI an. Und ja, wir müssen jetzt auf dem Schlachtfeld das Ganze bewältigen. Wir haben allerdings nur das hier aufzubieten. Und ich befürchte, da ich die Schatzkammermechanik hatte, dass das brutal wird. Und ihr seht, wir können jetzt auch nicht die Bevölkerung ewig schröpfen, weil diese ganzen Besteuerungsgeschichten halten ja Monate an und werden immer schlimmer. Was ich komisch finde. Ich meine, die Steuer sollte einen klar anpissen, aber muss das immer weiter steigen, dieses Anpissen? Finde ich ein bisschen komisch, weil was hätte ich jetzt tun können, damit das besser wird? Wir sind jetzt im dritten Jahr, ne? Ich habe im zweiten Jahr das Feld angebaut, sollte man auch schneller machen. Mal gucken, was er aufbietet. Aber ich befürchte nichts Gutes, denn das wird wahrscheinlich... sehr, sehr hart sein. Achso, ups, ich muss natürlich jetzt auch noch hier Resolve on Battlefield machen. Damit er mir das nicht einfach so kriegt. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Und jetzt können wir mal gucken, was er so hat. 1, 2, 3, 4. Das ist Gefolge. 36. Wir haben 11. 5. Gut, Briganten. Aber hier, das ist... das sind ganze Horden. Okay. Ja, wir müssen irgendwie die Steuern erhöhen. Und ja, ich bin ehrlich gesagt etwas ratlos. Denn, ja cool, wir haben auch noch Räuberbanden, die jetzt kommen. Eben habe ich sie die ganze Zeit gewollt, jetzt sind sie nicht mehr da. Jetzt sind sie da, Entschuldigung, so. In der letzten Folge habe ich gesagt, oh schade, ist aber langweilig.
was das ja halt nicht geklappt hat. Jetzt kommen noch mehr und wir haben ja schon einen abgewehrt und das war ja schon, naja, nicht so sauber, wie ich mir das gewünscht hätte. Und jetzt kommen nochmal zwei Gruppen und der KI-Gegner will uns jetzt auch noch ans sogenannte Leder. Ich glaube, das war Versuch 3. Ich überlege gerade schon mal für Versuch 4, was genau könnten wir jetzt überhaupt machen? Weil ich glaube, wir können das nicht mit diesem Modus gewinnen in der Weise. Also ich zumindest nicht als Laie. Was könnten wir machen? Also wir müssen auf jeden Fall schneller bauen, das ist klar. Auch schneller Militär. Auch das ist die Frage. Wie genau kann man das machen? Also wie kann ich jetzt schneller Militär machen? Meine Nahrung, also die Bären, seht ihr ja, das ist schon krass. Holz, Brennholz kriegen wir hin. Ist immer ein bisschen nervig, gerade am Anfang. Geht aber nachher. Ja, die Eisenbahn haben wir jetzt auch irgendwo zusammen. Ne, bringt aber jetzt auch nicht wirklich viel. Also der Rennofen ist auch am Pumpen oder pumpt gerade. Das ist kein Problem. Aber wenn wir jetzt halt nicht mehr produzieren können, so, dann... Wir haben auch gar keine Bevölkerung dafür. Ne? Das kommt auch noch dazu. Also das, was der hier auffährt, können wir in Bevölkerung nicht machen. Das heißt, theoretisch hätte ich also in diesen 2 Jahren schon locker auf 20, 30 Familien kommen müssen, sagen wir mal, 30 Familien, sagen wir mal, 30 Männer plus die Kinder, die sie kriegen, ja, vielleicht bei 45 Leuten, sagen wir vielleicht bei 50, wird der trotzdem nicht reichen. Okay, und wir hätten auf jeden Fall, Entschuldigung, Schatzkammer mehr gefüllt, das ist auch klar, auf jeden Fall schneller die Schatzkammer füllen, anders geht's nicht. Und dann halt das Gefolge aufpumpen. Ihr könnt das Gefolge auch hier upgraden. Hier Rüstung verbessern. Müsst halt auch wieder Geld bezahlen. Nochmal Rüstung verbessern. Lokal zukaufen. Wenn wir halt selber irgendwelche Rüstungsschmiede hätten. Haben wir aber nicht. Ne? Aber hier würden wir halt das vor. Ich meine, 34, ganz ehrlich, ist auch nichts Besonderes. Und wir können einen Bewohner halt theoretisch mitnehmen. Ja, aber wichtig wäre halt, die dann abzugraden, glaube ich. Sowas wie das hier geht ja alles nicht. Da gibt es ja noch Perks anscheinend irgendwie. Man kann die auch noch customisieren, aber das sind uns ja komplett gar nicht. Wichtig wäre einfach nur die etwas abzugraden, ne? Also hier mit so einem hier mit den Rüstungen verbessern. Aber ja, aber wie soll ich denn gegen das hier ankommen? Also, das sind 5. Oh, wir haben Schwein gehabt, Leute. Guckt es euch an. Wir haben wieder den Effekt. Jawohl, wir haben den Effekt. Guckt es euch an. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht wunderschön? Ja, die haben die natürlich sofort... Okay, das zeigt schon mal kein gutes Zeichen. Die haben die ja sofort aufgerieben. Die haben eine Einheit verloren. Oh Gott. Oh Mann, ja, wir müssen 76 Tagen da sein. Ja, wir werden da sein und sterben. Genau, das ist jetzt momentan mein Plan. Hat jemand von euch vielleicht ein besseres? Vielleicht, warte mal. Ja, du vielleicht. Hey, Peter. Peter, hast du einen besseren Plan vielleicht für uns? Irgendwas, Peter? Der sieht aus wie der von Schreck. Guck mal, das sieht aus wie Schreck in der Menschform. Kennt ihr den? Von dem Film Schreck 2 oder 3? Ich weiß gar nicht mehr. Der sieht genauso aus wie der, wenn der Mensch ist. Das ist ja unfassbar. Ja, danke, Peter. Danke. War auf jeden Fall guter Input. Schreck, Peter. Ja. Und das, genau. Wir hoffen, dass wir jetzt auf die 200 Gold hier noch kommen oder Vermögen. Denkt dran, die müssen wir jeden Monat bezahlen. Was? Und er hat einfach 5 von diesen Dingern. 5. Wir müssen die jeden Monat bezahlen. Ah ne, hier sind noch ein paar mehr gestorben bei den Bogenschützen. Jeden Monat bezahlen. Jeden Monat bezahlen. Ja, man soll ja nicht, man soll ja kein Schweigen haben im Video. Das ist mir klar. Gut, andererseits, ganz ehrlich, so viel gucken ist ja nicht. Aber, sorry. Ich bin wirklich sprachlos. Ich bin ja eigentlich ein Quatschkopf. Keine Ahnung. Also ich überlege, wie gesagt, fürs nächste Mal wüsste ich, wie ich diese Menge besiegen soll, ja. 5 Einer. Ich meine, das kann man vielleicht noch hinkriegen. 5 geht noch. Wir kriegen ja durchaus die Söldner. Die Frage ist halt, kommen jetzt noch mehr, ne? Also wir könnten jetzt 6 Söldner holen. Ja, müsste eigentlich sein, nur dieses Gefolge wird halt wahrscheinlich brutal reinbuttern. Was wir übrigens auch hier, habe ich das erzählt? Ich weiß schon gar nicht mehr, ich bin jetzt gerade zu viel. Der Überschuss war wichtig. Den hätten wir schon raushauen können. Wir sehen, wir haben 74 Kriegsbögen. Das heißt, wir haben durchaus mehr produziert, als wir hätten. Ich will auch im nächsten Runde dann, glaube ich, direkt 2 Kriegsbögen ballern und dann nur noch verkaufen. Nur noch verkaufen. Aber das Problem ist halt die Familien, ne? Das ist die Sache. Wir haben einfach nicht genug Familien, um sowas einfach zu leisten. Schwierig. Du hast auch gar nichts mehr gemacht hier. Ich sehe hier keine Hoffnung, das sage ich ganz ehrlich. Wir werden jetzt halt, wie gesagt, nochmal einen Monat abwarten, gucken mal, was wir da rauskriegen und dann werden wir einen Angriff machen. Er hat noch mehr. Er hat noch mehr. Ja, wir
kaufen jetzt die Söldner und sterben dann. Das ist alles, was wir zu tun haben. Jetzt habe ich gerade idiotischerweise ein bisschen rumgefummelt mit Einstellungen. Hier beim Militär, ich wollte euch mal was testen, aber also gucken eigentlich nur, wie was die kosten. Übrigens, wenn man hier draufklickt und guckt, was die kosten, rekrutiert man die eigentlich auch sofort. Immer so ein bisschen, okay, jetzt kann ich nicht mehr. Aber was immer so ein bisschen nervig ist. Ja, die sind jetzt auch hier unten gespawnt. Hier am Popo der Welt. Die müssen wir jetzt also erstmal hochbewegen. Gut, ich meine, wenigstens sind sie zusammengespawnt. Das heißt, vielleicht können wir denen ja in den Rücken fallen. Wo die anderen Truppen die erreichen. Da kommen nochmal Truppen. Guck euch das an. Das ist unfassbar, Leute. Ey, das ist, guck, das ist nochmal dieselbe Gruppe. Ernsthaft? Also das meint ihr jetzt ernst? Ja. Dann sag ich mal, time to say goodbye. Ihr könnt euch dann sammeln. Und zwar hier. Und genau. Und das wäre es dann gewesen. Lauft ruhig mal. Wir müssen da irgendwie schnell hinkommen. Sonst sind wir nachher schon verloren. Deswegen, ihr braucht 27 Tage für diesen kleinen Weg da, oder? Wir wollen aber eigentlich auch nicht die erschöpfen. Das ist das Problem. Wenn die erschöpft sind, haben wir nur ein Problem. Ich dachte gerade, okay, noch mehr. Ne, die sind einfach nur... Laufen jetzt durch unser Gebiet? Achso, die kämpfen. Wir wollen jetzt wahrscheinlich schon kämpfen, weil wir im Krieg sind. Gut, vielleicht können wir dann schnell hier von hinten rein. Die wegmachen sozusagen. Und die mit denen hier einfach so ein bisschen ablenken. Oder töten die jetzt unsere Bevölkerung? Die ist auch lustig. Wenn die jetzt einfach unsere Bevölkerung gehen, die armen Frauen umbringen. Die Männer sind ja eigentlich alle hier in dem Bogenschützenkontingent. Richtig sehe. Ja, alle 34 Männer sind ja da im Kontingent. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Männer mehr, die übrig sind. Das heißt, sie würden einfach die Frauen dann schlachten da. Das wäre nicht so nett, um ehrlich zu sein. So, müssen wir ein bisschen Gas geben. Problem ist, wir laufen natürlich massiv schnell. Ja, es scheint tatsächlich mich jetzt folgen zu wollen. Ich meine, könnten wir das nutzen? Also unsere Söldner wollen halt danach natürlich auch noch mehr Geld. Ich habe kein Geld mehr. Das heißt, an sich können wir die einfach jetzt erstmal da reinschicken. Damit wir wenigstens noch zu einem Schlachtfeld kommen. Ihr könnt auch nicht laufen. Braucht nicht zu laufen. So, und jetzt hat die Schlacht begonnen. Jetzt laufen wir hier hinten rein. Und hoffen aufs Beste, um ehrlich zu sein. Auch wenn ich überhaupt keine Chance hier sehe, weil unsere Einheiten sind jetzt auch komplett müde. Können aber uns einfach hier mal aufstellen. Der Bogenschütze natürlich dahinter. Warum sollte er... Also jetzt habe ich gerade Total War mäßig auf Leertaste gedrückt. Wer das kennt, ne? Dann da die Ansicht zu haben, wo die Einheiten sich hinbewegen können. Müsste ja derzeit sein. Pause geht da anders. Ja, und... Genau, und dann soll, die Einheiten laufen jetzt hinten rum, was vielleicht ein Vorteil sein könnte. Aber ich glaube, wir werden die so schnell nicht besiegen. Vor allem, da unsere Effizienz bei 24% liegt. Mein deren ist jetzt auch nicht gigantisch hoch. Aber natürlich höher als unsere. Ist ja auch total effizient, wie schnell die runtergeht. Ist ja komplett bescheuert. Dann wird dann ein Schlachtfeld, es wird Qualstadt genommen. Und das Schlachtfeld wird dann irgendwo an eine Pampa gewählt. Sodass ich den Nachteil auch noch habe. Sie regenerieren sich zumindest wieder. Aber das Problem ist halt diese Gefolgschaft. Ne? Das ist ja das Problem. Lassen wir die schon mal stürmen. Ja, die sollt bitte nicht auf die schießen, sondern lieber auf die. Denn diese Briganten sollten unsere Söldner so platt machen. Das sollte kein Problem darstellen. Da sehen wir wenigstens noch ein bisschen Blutbad und dann ist gut. Okay, die Bogenschützen gehen auch rein. Ja, sehr gut. Haben wir zwei Truppen schon abgelenkt. Das ist natürlich ideal. Hoffen, dass die Bogenschützen auch noch reingedrückt kriegen. Kann der, unsere Gefolgschaft kann dann schon mal darüber gehen. Na, Bogenschützen legen sich dahin. Ja, und hier wird dann einfach zum dicken Clash kommen. Müssen wir natürlich auch mal einen Screenshot machen. Einen Moment. So viel Zeit muss natürlich sein. So. Okay. Ja, das ist jetzt unser Plan. Wir machen irgendwie gar nichts und hoffen aufs Beste. Also natürlich komplette Hoffnung, glaube ich, fehlgeleitet. Aber gut, wir versuchen uns einfach so gut wie möglich hier hinten nochmal abzuhalten. Mit dem Gefolge jetzt die Bogenschützen anzugreifen. Die Briganten sollten wir brechen. Das ist kein Problem. Ihr könnt euch auch hier hin bewegen, tatsächlich. Und ist halt, es kommt halt nochmal die Gleichtruppe, ne? Aber egal, wir werden einfach so viel töten, wie wir können. Dann können wir stolz unseren dritten Versuch dann als gescheitert gelten lassen. So, schießt aufs Gefolge. Und ihr solltet aufs Gefolge schießen, würde ich sagen. Das scheint mir der beste Plan zu sein. Und ja, die kämpfen gegen die Briganten und unser Gefolge verfolgt einfach wie so Idioten. Die Bogenschützen, das passt schon. Das Gefolge von denen stirbt. Das ist schon mal sehr gut. Sind auch aufgerieben. Könnt ihr die bitte noch töten oder muss man die jetzt noch irgendwie
Oder sind die dann wirklich auch weg? Das ist die Frage. Problem ist halt natürlich, wir haben ja jetzt die nächste Truppe, die da kommt. Und die, ja gut, die Bogenschützen kommen einfach weg. Das ist ein bisschen nervig. So, was sagen die? Und wir haben auch nicht mehr so viele Tage. Das ist auch ganz wichtig, ne? Wir haben bald kein Geld mehr. Wenn wir das nicht schnell machen, das Ganze auch egal sein, was wir hier schaffen. Okay, ihr habt euch einfach getrennt. Könnt ihr bitte einfach alle darüber gehen? Das wäre ganz cool. Ja, du stellst dich einmal dahinter. Obwohl, wir könnten die einfach sandwichen nochmal. Ich glaube, das wäre besser. Einfach schön drauf da. Unser Gefolge ist komplett kaputt, weil die Bogenschützen einfach nur weglaufen wie so nette Menschen. Ja, ihr könnt trotzdem hinterher gehen, ist kein Problem. Und ihr schießt hier weiter drauf. Egal, Friendly Fire ist egal. Wir wollen einfach nur so viel wie möglich vernichten von diesem Moshpit hier. Einfach weg damit. Einfach alles töten. Okay, unsere eine Truppe ist auch schon komplett aufgerieben. Ja, aber wir haben auch noch was aufgerieben. Das heißt, wir schaffen es, die erste Armeewelle abzuwehren. Aber ihr seht ja, hier oben kommt genau dieselbe Armee noch einmal komplett. Aber eigentlich müssten wir doch jetzt die Schlacht gewonnen haben. Die sind doch jetzt abgehauen. Das ist doch unfair. Wieso dürfen die noch? So, ihr beide, ihr Bogen, werdet euch jetzt einmal hier hinstellen. Werdet euch hier hinstellen und das Gefolge, keine Ahnung, ihr lauft ja noch immer den Bogenschützen hinterher. Die haben wir ja nicht mal besiegt, ne? Das muss man auch bedenken. Das ist natürlich ziemlich bitter. Ja, und dann wartet ihr jetzt einfach auf euren Tod, würde ich sagen. Denn da oben kommt die nächste Armee. Okay, der Bogenschütze läuft irgendwie vor. Vielleicht können wir den mit so einer Mini-Armee einfach ablenken. Komm, hier, vielleicht fliegt er genauso davor. Das wäre cool. Nee, doch nicht. Aber gut, andererseits können wir ihn dann vielleicht zerfetzen. Ja, oder doch, er läuft noch weg, ja, er läuft weg. Wir nehmen bleiben wir hier stehen. Ja, ihr stellt euch dann in Richtung des Feindes auf. Die Bogenschützen natürlich dahinter. Ja, 33% heißt, wir sind jetzt auch nicht ganz so unglücklich, das ist schon mal gut. Und unser Gefolge hat schon eine Einheit verloren, tatsächlich, gegen die Bogenschützen. Sehr bitter, aber gut, die sind natürlich jetzt auch bei effizient 0%. Aber gut, die sind bei 1%. Wir sind bei 17%, von daher sind wir ja eigentlich noch 17 mal effizienter. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, unser Zweier-Trupp hier läuft jetzt einfach wirklich wie so Idioten dahinterher, ne? Macht die einfach ein bisschen ran, kein Problem. Die werden nämlich einfach sich dann... Ach, oh, das sind ja gar nicht Bogenschützen. Ups, egal, dann haltet halt die auf. Das ist eure Aufgabe jetzt. Haltet sie auf. So, ihr seid bei 66%, ihr seid auch bei 66%. Schade, ich hatte gehofft, die sind vielleicht ein bisschen erschöpfter. So, das werden wir hier einmal... ups, das war komplett falsch. Einmal sandwichen. Was macht ihr denn jetzt? Oh, nein, ihr sollt dahin. Was ist das denn jetzt für eine Armeebewegung? Bisschen buggy. Das Problem ist halt das Gefolge, ne? Also 36 Gefolge kriegen wir nicht hin. Okay, unser Gefolge verliert fast gegen die Bogenschützen. Das ist auch kein sehr gutes Zeichen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und die Bogenschützen werden jetzt geflankt. Okay, ne, die lassen sich. Die wollen die gar nicht flanken. Finde ich gut. Und ihr werdet jetzt hier mitten einmal reingehen. Du bist ja der Einzige, der überleben. Ey, finde ich gut, dass die Söldner gar nicht brechen können. Finde ich gut, dass die unendlich Moral haben. Ich schieße aufs Gefolge, bitte. Ein bisschen auf die Briganten war okay, aber an sich müssen wir natürlich das Gefolge hauen. Und ja, jetzt ist der eine tot, jetzt kommt der Rest. Ne? Wir haben uns aber ganz gut geschlagen. Ich meine, mehr können wir nicht machen, sind wir ganz ehrlich. Gleich wird auch der Monat zu Ende sein. 14 Tage, also sie werden vorher sterben, keine Sorge. Das heißt, da wird es keine Probleme geben. Ja, ihr könnt euch da verteidigen. Das Gefolge, das darf man ja nicht mehr sagen, geht langsam voran. Wird sich irgendwann vielleicht auch mal der Schlacht dann anschließen, wenn es mal Bock hat. Okay, die Bogen schießen nicht, weil Friendly Fire wahrscheinlich. Sehr nervig, muss ich sagen. Fällt mir gar nicht gut. Wir können ruhig ein bisschen Friendly Fire machen, das ist überhaupt kein Problem. Da hätte ich überhaupt nichts gegen. Ja, okay. Oder ihr hängt euch dann, das ist auch Total War typisch sowas, hängt euch mit einem Typen da an die Truppe fest und die gesamte Truppe geht in den Nahkampf über. Auch sehr cool. Könnt ihr jetzt bitte mal zurückgehen, danke. Ja. Oh, ja, guck mal, wir haben aber noch mal eine neue Familie. Hä, wie geht das denn? Nee. Achso, eine ist gestorben wahrscheinlich. Denke ich jetzt einfach mal. Aber wieso wird die denn sich anschließen? Wir haben doch gerade... Wir haben doch gar keine Moral darüber, also Zufriedenheit. Naja, gut. Egal. Das soll uns nicht kümmern. Wir kämpfen hier gerade unsere letzte Schlacht und sterben hier bitterlich. Haben aber noch eine Truppe ausgelöscht. Oh, okay. Das ist doch nicht schlecht. Ich wollte die sandwichen. Das ist ja wirklich gar nicht schlecht. Aber gut, das Problem ist, dass die hier kommen und unsere Bogenschützen auslöschen. Musst du jetzt wirklich fliehen? Oh, das sind ja unsere Bevölkerung. Ist das auch... Oh, die sollten wir nicht verlieren so schnell. Wo ist denn hier unser Typ? Kommst du mal? Kannst du die bitte mal aufhalten? Ja, ihr bewegt euch einfach hier komplett an einem Map-Rand. Und wir schauen uns hier die Schlacht an. Ich meine, dass wir sie so von ein bisschen von beiden Seiten angreifen, scheint sehr gut zu wirken. Also das ist schon mal nicht schlecht. Wir dürfen allerdings nicht unseren gesamten Bogenschützen hier verlieren. Das wäre ziemlich ungut. So, guck mal. Jetzt kommen die 13% gegen die 55%. Wer wird wohl gewinnen? Ich glaube, ich habe ein Gefühl, wer gewinnen wird. Prozent habt ihr noch? 55%.
Wenn wir die jetzt in die Seite schießen könnten, ja okay, wenn die so glitchy sind, ist auch ganz gut. Knallt die mal schön ab. 72% auf einmal, das ist auch nicht so gut. Das Gefolge von dem schrumpft tatsächlich. Es kann nicht sein, dass wir jetzt gewinnen. Nee, das glaube ich nicht. Habe ich den Köhler reingesetzt? Ich habe eigentlich gar nichts mehr mit irgendwas gerechnet. Ich meine, aber es sieht auch immer nicht gut aus. Aber ehrlich gesagt, ach nee, die haben die Bogenschützen da noch. Shit. Kommen die denn noch? Wie sind sie von links da gekommen? Oh mein Gott, das Gefolge, das bricht. Das Gefolge bricht, Leute. Das Gefolge bricht. Hä, wo läufst du gerade hin? Greif einfach an! Das Gefolge bricht, Leute. Oh mein Gott, wir haben das Gefolge gekillt. Wenn das bricht, dann haben wir's. Das kann nicht rein. Das ist nicht dein Ernst. Geht nochmal raus und stürmt nochmal, Leute. Stürmt das Gefolge an. So, und jetzt rein da. Richtig reinstürmen. Ja, ihr sollt nicht vorher noch eine Parade machen. Ihr solltet jetzt rein! Jetzt geht genau die Total War-Sache. Ja, töte es. Genau, okay, unser Gefolge ist kaputt. Das heißt, wir sollten jetzt möglichst fliehen. Das habe ich wieder zu spät gesehen. Deren Gefolge ist aber auch kaputt. Problem ist natürlich unsere Bevölkerung. Die stirbt, ist nicht so gut, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher. Ja, wir haben es, ne? Wir haben es. Okay, dann geht jetzt du, die große Truppe, geht bitte hinter die Bogenschützen her. Wir werden euch hier, nein, ihr sollt nicht kämpfen, bitte. Kann man hier, nein, man kann natürlich keinen Schiffbefehl machen, war ja klar. Das wäre auch zu viel verlangt. Du greifst die hier an. Noch kurz, mach die noch schnell platt. Ihr lauft einfach in die Bogenschützen, hinter den Bogenschützen her. Das passt schon so. Okay, ihr müsst einfach laufen. Ihr müsst die genau hier oben bringen. Wir brauchen die hier oben. Okay, habt ihr aufgerieben? Geht dahin. Wir müssen unsere Bevölkerung am Leben halten. Das wäre ganz gut. Lauf. Nein. Ihr dürft nicht langsamer werden. Was soll das? Das habe ich euch nicht gesagt. Ich habe nie gesagt, langsamer werden. Das ist nicht der Deal gewesen. Wie viele Tage haben wir noch? Noch 10 Tage. Okay, 10 Tage. Dann sollte der Kampf vorbei sein. Bogenschütze sind im Nahkampf von denen. Unsere leider auch. Und zwar ärgerlich. Ich meine, die sind weniger. Das ist gut. Und die sind eigentlich auch gebrochen. Ich meine, die haben ja nichts mehr. Ich meine, was haben die denn? Guckt euch die doch mal an. Die haben doch kein Leben, Leute. Schaut euch das doch einfach an. Das ist doch erbärmlich. Das will doch keiner sehen. So, jetzt rauf da. Nicht ausweichen. Oh, rauf. Ihr müsst die abfangen, bitte. Ihr seht, das ist das Problem. Unsere Einheiten sterben hier und diese einzelnen Kinderchen, in Anführungszeichen, spawnen neu. So, und jetzt nicht stürmen, sondern schießt denen so richtig schön in den Nacken als Rache, bitte. So, weiter. Ihr lauft. Wir müssen die kaputt machen. Wir haben danach keine Ressourcen mehr, die noch umzubringen. Also macht sie bitte platt. Eine neue Nachricht. Was ist das? Alle eure Ansprüche zurückzuziehen. Was heißt das? Was bedeutet das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ihr habt keinen rechtmäßigen Wert. Wenn solchen Preis vermag ich auf meine Ansprüche zu verzichten. Meine Ansprüche sind nicht verhandelbar. Ihr habt keinen Recht auf Selbitz und Hofstätten. Was heißt das? Okay. Keine Ahnung, wie geht das überhaupt? Ich habe das noch gar nicht verstanden, wie das überhaupt funktioniert. Da, ach, da macht man das, okay. Okay, verschicken. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber wir haben wir... Ich bin jetzt gerade verwirrt. Haben wir jetzt gewonnen? Wo sind unsere Armeen? Hä? Was ist da passiert? Wo ist der Rest unserer Armee? Oh, jetzt fliehen die schon wieder, ne? Es ist so nervig. Haben die gerade die ganzen Nahkämpfe ausgelöscht? Ist das ernst? Jetzt macht die doch platt, los. Also die sind aber da drin, ja? Sehr schwierig, ja, okay. Haben die gerade die ganzen Nahkämpfe ausgelöscht? Ihr könnt ruhig auf die Söldner schießen, das ist kein Problem. Die eine Truppe ist eh tot, hier wird auch sterben, das ist kein Problem. Einfach drauf. Das passt schon. Einfach drauf. Ihr habt die aufgerieben? Oh, was ist das? Ist das die stärkste Söldner Bogenschützenarmee der Welt? Das ist nicht dein Ernst. Es wird nicht daran scheitern, dass wir jetzt die Söldnerbogenschützen nicht umbringen können. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, Spiel. Das kannst du nicht mit mir machen. Das kannst du nicht mit uns machen. Das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Kann ich noch irgendwas tun? Ich muss wieder Steuern machen. Aber ich habe keine Möglichkeit, die Steuern zu halten. Guckt euch das an. Wir haben minus 37 Besteuerung. Aber ich brauche neue Armeen. Kann ich denn nochmal neue ausheben hier? Hier, ach nicht die, Quatsch. Bogenschützen. Stimmt, ne? Ja, genau, komm. Dann geht direkt nochmal runter, Leute. Ey, wir brauchen jeden Mann. Runter da. Los, auf geht's. Jetzt schießt auf die, macht sie platt, ey. Wir haben 24%. Okay, ihr habt nur 23, scheiße. Oh Mist, oh ja. Wieso haben die gesamten Nahkämpfe ausgelöscht? Das kann doch nicht sein. Das ist doch unmöglich. Ja, ich muss nochmal Steuern nehmen, ne? Das bringt alles nichts.
Das bringt wirklich nichts. Das ist ja unfassbar. Die haben alle Nahkampfarmeen ausgelöscht, diese Bogenschützen. Wo ist der Typ? Da. Die haben alle Nahkampfarmeen ausgelöscht. Ja, die bewegen sich gerade sehr viel. Das ist sehr gut. Oh Mann. Ich schalte mal rein, wenn wir hier diesen spannenden Kampf durch haben. Oh mein Gott, wir gewinnen. 19 zu 16. 12. Ja. Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Boah, wenn er das jetzt wohl jeden Monat macht. Ne? Weil unsere Verstärkung kommt. Weil wir unsere Kinder spawnen können. Weil wir Kinder spawnen können wie sonst was. Ja, knallt sie ab. Keine Gnade. Einfach alles töten. Sie gab, denn eine Fahne schwingt. So, haben wir jetzt gewonnen? So, tötet sie alle. Alle töten einfach, ist okay. Wir brauchen keine Gnade, das ist alles in Ordnung. Shit, jetzt habe ich nicht mehr nach Brennholz geguckt. Da habe ich Brennholz reingetan. Die Fragen, die wichtigen Fragen, habe ich doch. Aber der hat wieder irgendeinen blöden Stand aufgestellt. Wir brauchen auf jeden Fall Brennholz. Und wir haben alles verbaut, okay, das ist okay. Wir haben wahrscheinlich jetzt auch hunderte an Eisenerz übrig. Habe ich ja auch gar nicht mehr nachguckt. Ja, ihr seht es, Eisenbahn 48. Die brauchen wir auch, wenn wir nochmal eine Armee aufstellen wollen. Und wir brauchen unbedingt mehr Einheiten, also mehr Leute. Okay, ich glaube, es ist komplett verbuggt. Ah, okay, jetzt ist er aufgeregt. Ja. Und so, meine Freunde, gewinnt ihr in einem Strategiespiel und mit purem Chaos ein ist Early Access, ja? Aber pures Chaos gewinnt ihr ein Spiel. Was? Ich habe nur für zwei... Ach, das kann sein, weil ich die ganze Zeit in diesen Rennofen das verballer, ne? Okay, ich habe jetzt natürlich überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Ja, okay, da ist ja auch nichts drin. Hä? Wieso genau haben wir kein Brennholz mehr? Ja, dann müssen wir hier mal eine Familie reinsetzen. Wir haben es geschafft, Leute. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich bin extrem froh, dass es passiert ist. Sag ich ganz offen. Also ich bin extrem froh. Ich würde müssen jetzt hier so eine Region beanspruchen. Ich habe nur noch keine Ahnung, wie es geht. Ich brauche jetzt erstmal auch irgendwie, keine Ahnung, eine Woche Pause oder sowas. Wow, das war brutal.